Woran machen Sie das fest, dass kein Geschichtsbewusstsein oder gar keine Geschichtskenntnis da ist? Ich mache das nicht fest, sondern ich beobachte das. Das war dem Soldaten Schmidt in der Scheiße des Zweiten Weltkrieges adäquat. Pflicht erfüllen ja, aber innerlich gelassen bleiben. Seit 1933 werden Juden in Deutschland von Amts wegen diskriminiert. Schilder wie diese gibt es auch in Gemeinden ohne jüdische Bewohner. Der 9. November 1938. Nazis zünden die deutschen Synagogen an. Also in der deutschen Propaganda alleine waren so viele Informationen über den Mord an den Juden vorhanden, dass derjenige, der wollte, sich aus diesen Informationen ein nahezu vollständiges Bild zusammensetzen konnte. Ich habe von dem Genozid an den Juden nichts gewusst. Wie viele Menschen damals? Ich erinnere mich nur an die Bemerkung der Vater meiner Freundin, der mir sagte: Raphael, ich war 5 Jahre Soldat, davon 4 Jahre an der Ostfront. Jeder Mann, der dir erzählen wird, er hätte nichts gewusst, lügt dich an. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Wenn Hitler schon vor dem Krieg öffentlich von der Vernichtung der Juden gesprochen hat, wie kann man da noch sagen, man habe vom Holocaust nichts gewusst? Ich habe von dem Genozid an den Juden nichts gewusst. Wie viele Menschen damals? Dass die jüdischen Nachbarn plötzlich abgeholt werden, kann jeder sehen. Juden umgebracht werden, war uns allen klar. Ministerien, Parteistellen, Wehrmacht und auch die Eisenbahn sind Teil des Mordprogramms. Deutsche Polizisten sind beteiligt. Auch Zöllner, Verwaltungsbeamte und Gerichtsvollzieher. Die jüdischen Wohnungen und der Besitz werden versteigert, unter reger Beteiligung der Volksgenossen. Ich erkläre feierlich, sagte damals der Führer, dass damit die Judenfrage in ganz Europa grundsätzlich und einmalig gelöst wird. Und dass wir es wissen, wenn der Führer solch einen Satz spricht, dann heißt das Vernichtung des Judentums und das wollen wir und dazu bekennen wir uns. 1942 verbreiteten sich zunehmend Gerüchte über das Schicksal der Juden im gesamten Reichsgebiet. Und das Regime hat auch nichts dagegen unternommen, dass diese Gerüchte weiter verbreitet wurden. Es gibt ein Rundschreiben Bormanns an die Parteigenossen, in dem die Gerüchte aufgegriffen werden und ausdrücklich nicht dementiert werden. Damit war klar, dass diese Gerüchte im Grunde genommen die Wahrheit widerspiegelten. Das war dem Soldaten Schmidt in der Scheiße des Zweiten Weltkrieges adäquat. Pflicht erfüllen ja, aber innerlich gelassen bleiben. Zehntausende deutsche Soldaten helfen bei der Menschenjagd. Anfang 1943. Das NS-Regime ändert seinen Kurs. Der Judenmord soll Druckmittel werden fürs Durchhalten. Alle Deutschen als Komplizen? Man hat so versucht, die Deutschen mit in die Verantwortung zu nehmen, mit ins Boot zu holen, mit gefangen, mit gehangen. Die Juden werden offenbar umgebracht und ihr seid als deutsches Volk dafür mitverantwortlich. Ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung weiß vom Holocaust, während er begangen wird. Ich habe von dem Genozid an den Juden nichts gewusst. Aus dem Exil bemüht sich auch der Nobelpreisträger Thomas Mann um die Aufklärung seiner Landsleute. Im deutschsprachigen Rundfunk der BBC. Das Programm kann überall in Deutschland empfangen werden. 300.000 Serben sind
nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land, von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen. Der mörderische Wahn ist ansteckend, ob an der Front oder in der Heimat. Wie verroht die Menschen damals sind, zeigt der Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen. Fast 6 Millionen fallen in deutsche Hände. Mehr als die Hälfte von ihnen stirbt an Unterernährung, Seuchen oder Kälte. Nicht geheim irgendwo im Osten, sondern auch auf Reichsgebiet, vor den Augen der Bevölkerung. Nichts gewusst. Die Alliierten wissen Bescheid über den Judenmord. Sie versuchen, die deutsche Bevölkerung zu informieren. Mit Zehntausenden von Flugblättern. Na, je länger der Krieg dauert, desto mehr erkennen die Deutschen natürlich, dass der Krieg möglicherweise auch verloren gehen kann. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass man sich als Individuum auch auf eine Niederlage vorbereitet. Und das führt dann dazu, dass man selber nicht schuld sein will und sich selber aus der Verantwortung herauszieht und dann ein Interpretationsschema schafft, das ganz scharf nach Gut und Böse unterscheidet. Böse ist die NS-Führung. Böse ist Hitler, böse ist Goebbels und die NS-Entourage, die haben auch die Verbrechen begangen. Und wir konnten nichts dafür, wir haben auch nichts davon gewusst. Wir sind eigentlich eher Opfer dieses Regimes, wir sind Opfer des Krieges, aber wir sind auf keinen Fall dafür verantwortlich, was dieses Regime angerichtet hat. In den letzten Monaten des Wahns entsteht eine kollektive Legende, eine Lebenslüge, die eine ganze Generation durch die Nachkriegszeit tragen wird. Es scheint so zu sein, dass dieser Satz, davon haben wir nichts gewusst, den wir ja so gut kennen, dass dieser Satz bereits aus der zweiten Kriegshälfte stammt. Er zeigt, dass die Menschen sich bereits ab 1943 versuchen, von dem Geschehen, von dem Mord an den Juden zu distanzieren, dass sie eine ostentative Ahnungslosigkeit zur Schau stellen. Und das ist die kollektive Haltung, mit der sie sich dann in die Nachkriegszeit gerettet haben. Ich habe von dem Genozid an den Juden nichts gewusst. Wie viele Menschen damals?